Es geht weiter. Metal Gear Solid 5 ist wieder angesagt und wir sind gerade dabei, eine wichtige Person aus einem Sowjetlager in Afghanistan zu befreien. Die hat anscheinend meinen Arm gebaut, meinen bionischen Arm. Und wenn ich diese Person befreie, dann wird sie mir wahrscheinlich einen schöneren Arm bauen. Mit Blümchenmuster. Das ist mir sehr wichtig, deshalb will ich das machen. Ich bin gerade dabei, ja, die Basis zu infiltrieren. Ich hoffe mal, weil da sind sau viele Gegner. Ich mache mal hier kurz weiter. Den habe ich. Oh nein. Bullshit. 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 Wer hat mich da gesehen? Ich dachte, ich wollte gerade ganz elegant da rein. Aber nein. Das hat nicht sollen sein. Wer hat mich denn gesehen? Wo? Wo? Wo ist er? Dass der mich sehen kann. Scheiße, jetzt sind sie im Alert-Mode. Ich konnte nicht die Leichen wegräumen, oder besser gesagt die betäubten Leute. Kann ich den Strauch wenigstens mitnehmen? So, ich versuche mich mal hier im bergigen Gebiet hochzuwagen. Jetzt habe ich endlich mal einen guten Vantage Point hier. Guck mal, wie viele Leute ich noch nicht hatte. So. Alter, guck mal, wie viele. Die hatte ich alle nicht. Da. Die da. Da, den hatte ich schon. Aber ich bin mir sicher, dass in einem der Häuser. Da ist gerade noch einer entlang gelatscht, hatte ich das Gefühl, oder? Da war gerade einer noch. Da, guck mal. Da vorne. Zwei sogar. Hier bei den Baracken. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier gucken muss. Aber da drüben ist auch noch was. Der da oben hat mich wahrscheinlich erblickt. So, durchs Fenster springen wäre jetzt vielleicht nicht so die gute Idee. Ach du Ficker! Was guckst du denn da auch in die Ecke? Kann doch nicht wahr sein. Spreche ich durchs Fenster rein. Ist mir doch egal. Oh nein. Unterm Bett. Das hilft nichts. Steh auf. Steh auf, Boss. Steh auf. So viele Leute. Wie leicht und locker er auch das Fenster zerbröselt hat. Also entweder hier in diesen Baracken. Da, da glänzt was, ne? Oder? Was könnte das sein? Da, es blinkt ein bisschen. Oder ist es einfach nur die Reflexion des Lichtes? Rückwärts kraulen. Ich mach da mal, guck mal, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich bewege mich mal kurz hier raus, bis er mich nicht mehr erblicken tut. So. Ich werde den Zigarillo mal verwenden, damit es dunkel wird. Ich lege mich mal kurz hin. Das war nämlich die Funktion, die wir hatten. Cannot be used during FOB missions. Ist das so eine FOB-Mission?
Kann ich nicht benutzen. Wieso kann ich den nicht benutzen? Merkst du die Zigarre hier? Das ist wahrscheinlich so eine FOB-Mission. Scheiße. Schade. 80 Geräte am Tag. Das bringt auch sehr viel. Ah, jetzt kann ich sie benutzen. Alles klar. Er liegt im Busch und raucht, bis es Nacht wird. Bis Mitternacht. Alles klar. Dafür sind sie da, ne? So, oh, so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Guck mal, da ist... Boah, wie viele da rumlaufen. Das sind sau viele. Das sind wirklich sau viele. Ich probier mal, da jetzt von vorne nicht so viele sind. Ich muss mal durch die Häuser hier durchgucken, wo sich unser Ziel befindet. Diamanten, die geglänzt haben, ne? Kann ich diesen Fernseher klauen? Nein. Ich will aus dem Fenster raus. Hier aus dem Bett. Okay. Material gesammelt hier. Посмотришь, что будет зимой, молодой. Тут холодно, как нигде на земле. Мороз наш друг. С ним душманом живется туго. Я вырос в Крыму. Ты из Беларуси. Совершенно разные места. Кроме того, я наконец-то вижу дождь. Я уже не дождусь. Ну ладно, хорош. Увидимся. Wer redet denn? Welche beiden quatschen hier? Ja. Eine Baracke habe ich zwar noch nicht durchsucht, aber ich glaube, es sind wirklich nur die Soldatenbaracken hier. Das muss da hinten das Gelöt sein. Ah, es sind wieder die Diamanten, die sehen so verlockend aus. Oh Gott. Oh Gott. Dich auch mal um. Dann gehe ich da hinten hin. Wenn du dich umdrehst. Du flöht Otto. Du darfst dich auch gern bewegen. Ich gebe dir die Erlaubnis dazu. Du hast lang genug in diese Richtung geguckt. Auch andere Richtungen haben schöne Töchter. Bleibt er immer da? Jetzt kommt der andere auch noch. Scheiße. Jetzt dreht er sich um, aber... Oder könnte ich da hinten rum? Nee, nicht wirklich, ne? Ich muss da durch. Ich habe gedacht, ob ich dem vielleicht eine gleich zimmere mit der Benebelpistole. Bullshit. Einmal kurz nur das Wäffle rausgeholt. Schon hat mich einer potenziell im Blickfeld. Und du siehst mich da nicht. Ey, ihr seht mich da doch nicht. Wer ist es denn? Ihr könnt mich doch gar nicht sehen. So. Oh shit.
during combat status. So schnell. Kannst du hier, du heilst doch bestimmt super schnell. Waffe mal nachladen währenddessen. Ich werde euch alles snipen. Ich werde auch alle zu Tode snipen. I don't care now. Ich kriege hier hin. Davon, wenn du im Türrahmen stehst. Du auch? Scheiße. Ah, aber ein Sandsturm kommt. Ach ja, da, jetzt schläft er, wo ich den erwischt habe. Da sind sie ja alle. Ist, wo könnte das Ziel sein? Aber der Sandsturm hält auch nicht lang genug. Ich müsste mir eigentlich einen schnappen und den interrogaten. Schnapp mir jetzt gleich einen und ich frag den, wo die Geisel sein kann. Weil sonst suche ich und suche ich und suche ich. Ich kann ja jetzt Russisch. Aber die könnte ich alle auf einmal erledigen, oder? Theoretisch. Einfach so ein Diamant da. Der Elefant im Porzellanladen hier. Ah, da. Okay.
towards the target. Это мой шпер. Обычные протезы. Это скучно. Great. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fold them. Давненько. Я создаю биомеханические гибриды. Можно сказать, что это не протез, а бионическая рука. За свою жизнь я создал тысячи таких конечностей. Okay, also viele. Der macht viele Arme. Na komm, lass mich dich retten. Ui. Was ist der Muster in dieser Basis sein? Aber es war ganz gut. Die Ablenkung, dass die alle weggelaufen sind. Ich würde gern eigentlich noch, wenn ich jetzt da bin, also ich hole mir jetzt noch nicht den Chopper, aber einmal ein paar Leute. Habe ich den erwischt oder war das zu weit? Da, ich habe ihn erwischt. Alles klar. Hier will ich noch ein bisschen mitnehmen. Die Mörser nehmen wir auch mal mit. Ah, es klappt nicht. Es klappt nicht, die Mörser ist zu schwer. Da ist nichts. Du hast nichts gesehen. Du hast hier nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. So, dem lassen wir mal seine Zeit. Ja, aber geiler wäre es wahrscheinlich, wenn ich die Elite-Soldaten da gekriegt hätte, ne? Die da direkt bei der Geisel waren. Das sind wahrscheinlich die besseren und nicht diese, die Handlanger hier draußen. Mal sehen, fällt er um, weil ich denke, ich habe ihn getroffen. Es dauert eben seine Zeit, wenn man nicht direkt in den Kopf schießt. Bis es Nervengift. Geht. Da. Oh nein, jetzt ist er direkt vor dem anderen umgefallen. Hä? Warum bist du denn umgefallen, Kumpel? Was soll denn das? Hey, geht's dir gut? Sauf doch nicht so viel. Ja, ein oder zwei Schüsse hält mein Suppressor noch aus. Vielleicht noch einen mitnehmen. So you're superb. Be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Oh nein. Okay, dann ich verzichte drauf. War leider der Schalldämpfer schon so kaputt, dass man mich hören konnte.
Aber wir wollen die Mission nicht riskieren. Das war jetzt alles nur Bonus hinten dran. Ah, ist das die Brücke, wo ich gegen diese Skulls agiert habe? Ich glaube schon, ne? Weglaufen. So. Dann ein Extraction Point. Pickup. Da unten ist gut. Dann Ferdili. Komm doch mal her. Da, beim vollen Mond. Die ist so schön auftaucht. Guck mal, wie viel. Ah, die Diamanten, das war cool. Der eine war über 100.000 wert, den ich gefunden habe. Wie sie Kiefer Sutherland dazu gekriegt haben. Ja, hua, hi ho, Silver. Ja, ich weiß, wie sie ihn dazu gekriegt haben. Die haben ihm ordentliche Tasche voll Geld hingelatzt. Ja, geh mal weg, Rosalie. Ich sammle ein paar Blumen ein, solange ich hier bin. Da ist auch noch ein Strauch. So. Ja, da haben wir ihn gerettet. Ich dachte, es wäre der Papa von Otacon, aber der ist wahrscheinlich für andere Sachen gedacht. Innerhalb der Story. Nicht, dass er mir den Arm gebaut hat, wo es dazu passen könnte, ne? Na gut, wenn es die Familie von Otacon wären, die Emmerichs, dann wäre es wahrscheinlich ein atombetriebener Metallarm. Ciao, Ferdili. Ich mach mich vom Acker. Oh, ich bin gespannt, aber wahrscheinlich brauchst du sehr viele Leute, um den Arm zu machen. Oh, das müsste ordentlich Abzüge geben. Minus 15.000. Und die anderen Boni haben es nicht ganz ausgerechnet. Oh, die Accuracy war wieder nicht so doll. Aber gut, geschafft ist geschafft. Das reicht mir. 504.000 habe ich jetzt. Und mein Heldentum steigt weiter. Nach dieser Mini-Episode. Der Ingenieur, den wir rescued, has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. The thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. Oh. If you're interested, go ahead and give the development order. Ja. Gerne mehr damit. Da B-Ranking. Und der andere. Oh, wenigstens ein C. Ranking-Typ. Und Extracted D und E. Naja. Man kriegt, was man kriegen kann, ne? So zu Beginn. Da können wir die Elite-Soldaten noch nicht alle exfiltrieren. Ist das das Gegenteil von infiltrieren? Exfiltrieren? Ich hoffe mal. Sollte es sein, wenn es noch nicht ist. Also. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier schön Research and Development machen können. So. Achso, ich muss im Menü machen. Ich dachte, da kommt noch was. Mother Base Development, so. Weapons Items. Da müsste das doch dazugehören, der Arm, oder nicht? Der gute Arm. Oh, Capture Cage. Animal Capture Cage. Da könnte ich. Aha, okay. 0 Minutes. Biological Material. Aber bevor ich das mache, will ich erstmal kurz
Normale Waffen. Zählt denn der Arm dazu? Tools. Ach, guck mal, hier kann ich das Fulton-Device verbessern. Aber ich brauche mehr. Ah, mehr Leute. Can be used. Portable Ammo up. Cargo. Enables Extraction of Gun Emplacements and Models. Also kann ich auch die Knarren mehr rausholen. Und Vehicles. Alter, aber da brauche ich, guck mal, wie viele Leute ich bräuchte. Und ein Transportation Specialist brauche ich auch noch. Und das. Das ist wichtig. Die will ich wirklich mal ordentlich ausführen. Und das iDroid kann ich auch noch verbessern. Ah, da fehlt mir aber einer. Im Research and Development Team. Kann ich den vielleicht rüberpacken? Aber ich check das mal. Es ist wichtig, die richtigen Sachen entwickeln zu lassen. Battle Dress for D-Horse. Will ich dafür 50.000 ausgeben? Damit es einen Kampfanzug hat? Nein. So, lass mir jetzt nochmal gucken. Wo ist denn der Arm? Das ist Kleidung. Das ist klar. Desert Fox. Oh, ja. Dann, ach, das habe ich schon. Sneaking Suit. Oh! Oh! Das ist der Metal Gear Suit, ne? Special Infiltration Suit. Auch ein bisschen mehr Fuel, ein bisschen mehr Research and Development. Oh. Oh. Da sind die Arm-Upgrades. Also, alles natürlich noch gelockt. Ich brauche wesentlich mehr Typen im R&D-Team. Medical Team, Alter, da habe ich auch noch gar keinen einzigen. Cybernetics Specialist. Precision Mechatronics. R&D. Raider Specialist. Ah, guck mal, wie viel. Ich muss da so viel sammeln noch. Rocket Arm. Common Metal. Also kann ich leider noch nicht schöne Upgrades für meinen Arm machen. Und ich glaube, hier, wie ihr seht, die freien Stellen bedeutet nicht, dass da noch was auftaucht in Zukunft, sondern das ist einfach, damit da Platz ist für den Skill Tree, sozusagen für den Arm. Guck mal, dass ich in so viele verschiedenen Richtungen den skillen kann, wenn ich wollte. Inklusive ein paar versteckter Sachen noch, aber kann ich noch nicht viel machen. Gut, dann mache ich das, den Käfig für die Tiere. Ja, ich werde jetzt den Käfig für die Tiere entwickeln. Wir machen einmal Pause noch und wenn ich mich nicht irre, sollte das dann die vorerst letzte halbe Stunde dann sein. Dann könnte ich euch auch in die Nacht entlassen. Bis gleich.